Hallo, also willkommen, jetzt euer Kevin. Ne? Wir spielen wieder Clash of Clans. Und ja, sammeln wir uns mal die Ressourcen ein. Bitte teils arschlaut. Ist gut. Wir haben Angriff, ich habe was vorbereitet, beziehungsweise ich habe mir ein paar Truppen gemacht. So gesagt. 5 Schweinereiter, 15 Magier, 5 Drachen, 7 Bogenschützen und 8 Barbaren. Das Schiff kann man im Moment noch nichts machen. Ich bin gespannt, wann man da irgendwas machen kann. Ich habe so viele Ressourcen. Ich muss warten, bis 20, da kann ich meinen Barbarenkönig oder mein Schweinereiter auf Level 2 machen. Und ich habe auch jetzt das Rathaus auf Level 8 baue ich gerade, weil hier sonst habe ich alles gebaut. Wir greifen gleich an. Könnte vielleicht mal eine Anfrage schicken. Clankrieg. Wir haben mal wieder gewonnen. So, mal wieder. Ich bin ehrlich gesagt, das ist sowieso in Ordnung, wenn wir wieder gewonnen haben. Muss ein paar Leute rausmachen. Der Typ ist nicht da. Kann. Der. Mein dritter Account. Nein, danke. Gut, dann Krieg sucht der. Gehen wir auf 4. So, schiebe ich mal das Tor weg. Clan, wir haben zweimal hintereinander gewonnen. Wir hatten beste. Zuerst immer Niederlagen. Da haben wir auch wieder zwei gewonnen. Dann wieder Niederlagen. Einmal gewonnen. Niederlage. Zweimal gewonnen. Wieder Niederlagen. Wieder gewonnen. Wieder gewonnen. Und da sieht, ja. Muss man gucken, wenn man das wieder macht. Ehrlich gesagt. Was wollte ich. Achso, ich wollte angreifen. Wieso nicht? Ehrlich gesagt. Das könnte ich schaffen. Hä, Barbare. Ich muss einfach alle nehmen, weil sonst geht die Logik von mir nicht auf, was ich davon hab. Hab. Weil wenn ich zum Beispiel diese keine Truppen setze, ist dann meine Truppenausgleichung verschoben, wenn ich nachher noch Truppen hab. Ehrlich gesagt. King of Clan. Aber naja. Wenn ich Angst mal draus oder sieben habe, dann werde ich einfach mal Labor verbessern. Oder beziehungsweise bauen, zuerst mal, was es bauen kann. Dann kann ich mir wieder gucken im Internet, welche Base für Level 7er oder Level 8er gut ist. Praktisch. Gut, 18. Okay. Achter, naja, hab ich doch. Bekomme ich doch wieder was? Nein, ich will nicht sagen, aber das ist irgendwie teurer geworden. Diese 80 Juwelen. Jetzt 1,09 €. Davor war es viel. Viel, 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 viel billiger. Wir greifen direkt wieder an. Aber den Typ, der theoretisch könnte ich das schaffen. Aber ich will kein Risiko eingehen. Hier geht es genau auch nicht. Naja, oh, was war das? Das ist meine Femme. Ey. Moment, da fehlt was.
Das fehlen. Ich wollte das da. Gut. Weil das ist ein bei mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich brauche meine Blitzzauber und Heilungszauber. König habe ich nicht dabei. Na, super. Gut, 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 gut. Nämlich Heilungszauber. Nachher kommt noch Boom Beach, nehme ich im Anschluss auf. Und dann nochmal wahrscheinlich. Wahrscheinlich nehme ich dann auch nochmal Clash Royale auf. Muss aber mal gucken. Komm, Truppen. Ihr schafft das. Ihr Drachen. Teilweise sind die Drachen praktisch. Aber ich muss mal dieses Zeug mal wegtun. Sonst kann ich mich so gut hinlegen. Ja, ich lege sowieso mit meinem Handy dann auf. Ja. Gut, das nimmt dort dann auf. Weil das werde ich dann unbedingt verbessern. Dann kann ich das dann auch einfach mal wieder alles auf Level 5 machen. Oder Level 3 oder Level 3. Egal. Weil es einfach teilweise praktischer ist, wenn die Truppen ein bisschen höher sind. Wir können mal gucken, hat jemand irgendwas geteilt? Ich glaube nein. Wir können mal gucken. Hier im. Nur den. Alles klar. Mache ich so 6 Angriffe am Tag. Warum nicht, wenn man Lust drauf hat? Suche. Schade. Schick einfach ein paar Leute Einladungen. Bei uns, wir können schon eigentlich wieder offen für auf öffnen für all. Das ist irgendwie langweilig. Das ist irgendwie praktisch einfach. Du kannst ja einfach mal was einiges aussuchen. Einfach teilweise praktischer. Wie ich nicht sagen, aber dieser Clan, keine Ahnung, wann er gemacht wurde, wir sind immer 42 Leute. Für alle speichern, bin ich vergessen zu drücken. Ein paar Leute haben wieder verlassen. Manchmal bekommen wir auch wieder Neuzuwachs. Weil hier kicken wir so selten, ehrlich gesagt. Wir haben auch zum Beispiel einen Clash-Gamer, den fast Typ da reingekommen. Der ist auch noch so ein kleiner, sagen wir mal so, ein kleiner Clash Royale-Spieler, sage ich schon. Clash of Clans-Spieler. Wir haben auch hier ein paar große drinne. Ja. Sind eigentlich nette Spieler. Aber teils sind die on. Oder wenn ich nicht online bin, eher gesagt. Ja, ich bin auch bald Level. Ja, gut. Ich könnte mal auf Community gucken. Jetzt praktisch schon wieder. Oh nein. Aber der Typ habe ich ein Glück. Ja, Freund von mir. Der Grüße gehen raus. Das gehabt Freund von mir, der macht auch YouTube. Wenn ich nicht vergesse, wird er unten verlinkt. Aber wie ich mich kenne, vergesse es wieder. Der macht auch YouTube zurzeit im Moment gar nichts. Einige Freunde, gute Freunde.
sind eigentlich nur meine Freunde, was ich auch real life kenne, außer Oliver. Den Typ kenne ich nur über die Vita. Und zurzeit sind wir, naja. Der Teil nie online. Cool. Wie, ja, 10 Minuten, genau noch 5 Minuten, dann höre gehe ich dann. Muss Upload machen. Das ist einfach Verteidigung Vorteil. Nein, ich wollte das hier gucken. Der hat mich zum Beispiel angegriffen. Ein bisschen schneller. Und auf 2. Der hat so riesen einfach meiner Heilzauber. Aber bin ich schneller? Weil. Go. Der macht dann so zwei, ja, zwei Sterne, was ist das denn? Angriff nicht möglich, du. Ah, Manometer. Das hat zum Beispiel meine Verteidigung gewonnen. Ich meinte, wollte auch wiederholen, nicht Vollhorst. Ich glaube, das wollte irgendwas rausbringen, aber. Gut, gut. Aber so weit kommt er einfach auch nicht, wenn er paar davon hat. So 6, 37, 40%. Pff, sonst eigentlich nicht. Sammeln nochmal ein. Nochmal ein. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn wir zum Beispiel 2 Daumen nach oben schaffen, kommt dann morgen nochmal eine Folge. Dazu sage ich dann mal, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like, Kommentare, teilt das Videos und bleibt immer gut, euer Kevin Kniff.